Naruto 1986, herzlich willkommen zu Spider-Man Part 44, und es geht aber darauf weggekommen. Aber wisst ihr was, wir machen es ganz einfach so. Und gute Nacht! So, jetzt. Aha, da drüben und so. Okay, mein Freund, na warte. So, dich habe ich schon mal. Was willst du, mein Freund? Hä? Was willst du? Komm her. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Gibt yes. Sowieso schon zu viele irre Raser hier. Na also, wir haben es perfekto mondo. Wir übernehmen jetzt Spider-Man. Ja, das ist gut. Mach dir weiter. Danke. Los geht's, Spidey. Schwingen wir uns mal hier durch die Stadt hier. Bevor noch was ist. Okay. Oh yeah. Ey, warte mal. Wo ist denn jetzt die Hauptquest wieder hier für? Was denn da? Ach, hier drüben also, okay. Ja, schnelle Schnellreise dorthin. Ah. Im Handy in der Hand fährt in der U-Bahn. Geil. So. Dann machen wir mal hier rüber. Ja, genau, ist Karneval. Und das ist auch gut. Das ist der Schreckenhodenstall. Wir haben auch viel Mut. So, wir sind da. Oh Gott. Eine Halloween-Party. Muss mich wohl nicht umziehen. Delaney sieht wie einer meiner Feinde aus. Mal sehen, welcher er ist. So. Da wollen wir mal lang gehen. Komm schon, Spidey. Warum so unfreundlich? Ja, warum nicht? Alle tragen Kostüme. Wie ich. Okay. Oh, das ist so ein kleiner Narr. Mit so einem. Delaney ist hier irgendwo. Ich muss ihn finden, bevor Lee es tut. Hey, sieh uns an. Wir sind Spider-Bros. Sieh dir meine Moves an. Ernst, du spinnst doch ein bisschen. Aber das Kostüm von dir ist nicht gut geworden, Freund. Entschuldigung, sind Sie Dr. Delaney? Spider-Man, mein Name ist es. Dieses Mal kriegst du mich nicht. Oh nein, Rauch. Was soll ich jetzt bloß tun? Einfach mal hinterhergehen. Das ist ein Ende, Spider-Man! Ach, wirklich. Wer ist jetzt der Echte? Ey, du kostümierter Freak, wo bist denn du schon jetzt wieder? Jetzt hab ich dich! Wie scheiß hast du mich? Ich hab dich, Junge. Komm mal her, dann. Was soll das? Ich hab eine Woche an dem Helm gearbeitet. Ich muss Dr. Delaney finden.
Er läuft irgendwo rum. Wer bist du? Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Klugscheiße. Wie klugscheißert hast du jetzt gerade mit meinem Freund? Okay, den ersten haben wir schon mal entdeckt. Das war der erste. Den kann man schon mal streichen, okay, den Delaney. Jetzt kommt nur noch die Echse und dann noch diesen kleinen Rockerpunk noch dran, damit sein. Da ist ein Riss. Okay. Ja, natürlich ist da jetzt ein Riss drin. Aber daran bist du selber schuld, Junge. Warum legst du dich auch gerade mit mir an hier? Ah. Ach, wirklich geiler Mann. Ich kann euch nicht hören! Jawohl, endlich mal. Dieser Süßigkeitenwerfer könnte Dr. Delaney sein. Ich muss irgendwie da hoch. Ja, zwei halten. Los, mehr! Na los, ich will mehr! Warte mal. Ein paar für dich! Ein paar für dich! Parkour aufzuführen, hallo. Ja, zwei Parkour. Ah, ja. Hi. Ich suche Isaac Delaney. Ich glaube, der tanzt gerade. Da ist er. Die Echse mit dem Kittel. Ja, danke. Ich hab welche. Oh Mann. Oh ja! Yeah. Hey. Hey, hier drüben! Dann rennen wir zu Spidey. Ach, komm on, hör mal ab jetzt hier. Hm? Leckt mich doch gerade. Ist doch nicht ernst gerade hier. Ey, Echsenmann. Schaut mal, da ist Spider-Boy. Ich bin dein Erzfeind, also kämpft hier. Ja, vielleicht später. Was ist denn, Spider-Man? Angst vor meinem mächtigen Dorn? Was bist du? Komm schon. Hey, kämpft! Oh, jetzt geht das hier los. Alter, hör doch mal auf jetzt mit dem Quatsch. Ich will jetzt nicht kämpfen, Mann, lauf. Jetzt verschwinde. Was willst du? Nein, keine Zeit, ich muss jetzt die da verfolgen. Meine Güte, den Professor hier retten, Alter. Meine Güte, Alter, was machen wir da von den Blödsinn gerade? Komm schon, Spidey. Einmal nach oben hier. Genau, raus hier. Da hilft mir nicht mehr. Okay. Ach, Spidey. Du machst mich gerade fertig. Immer sagte, sagen Sie mir, was Sie wollen. Das ist ein Scherz, ja? Die Waffen sind eh nicht echt. Zurück, jetzt! Lass ihn los! Warum spielst du jetzt gerade in den Helden, verdammt? Das kann leicht ins Auge gehen, wie man gerade gesehen hat, fast, wenn man... Boah, komm. Kopf unten halten. Genau. Und oh mein Gott. Du kannst abfliegen, Alter. Verschont euch. Hier kannst du deinen Kollegen mitnehmen, Alter. Jetzt hier. Alter, du willst mich gerade abfucken, kann das sein? Ach, Junge, jetzt lass mich doch mal in Ruhe, Alter. Und das, Junge. Geht's allen gut? Ja. Gut. Fröhliches Halloween. Genau. Jetzt hier schnell durch hier, weil sonst haben wir gleich ein Problem hier mit dem kleinen Pimmel, der schwingt, geht zur Trotschige. Okay. Keiner Kuno. Kuji. Oh Gott. Okay. Machen wir es kuschelig. Genau. Den brauchen wir gerade nicht mal sein. Nee. Hab dich. Sind die blöd, Alter. Ernsthaft, Alter.
Die denken, die haben mich, aber hängen ganz normal oben im Gitterfeld, oder? Guck, das meine ich gerade. Und runter. Hallo Leute. Jetzt geht's ja nach oben und dann runter. So, und jetzt komm mal her wieder. So. Ciao. Geschlafen, Alter. Wo haben Sie die Lenny hingebracht? Gute Frage. Gibt sicher einen anderen Weg. Ja, hier durch. Okay. Da ist Dr. Delaney. Ja. Wohin bringst du mich? Ah, okay, ich muss dem Titel folgen anscheinend. Und hier rein. Okay, haben wir jetzt gut. So. Gut, Spidey. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Mein Freund. Aha. Wer sind Sie? Sie arbeiten seit kurzem mit jemandem bei Oscorp zusammen. Woher wissen Sie das? Und der wieder. Wir haben nicht viel Zeit, Isaac. Sag mir seinen Namen. Die Show ist vorbei, Lee. Aber wirklich. Oh, anscheinend ist die Show noch nicht vorbei. Doch, Freddy. Sein Name. Dr. Morgan Michaels. Danke. Oh nein. Nein! Ihr verdammten Penner. Jetzt reißt, kommt her jetzt. Ihr seid so dran jetzt. Das ist. Da! Junge, bleib einfach liegen. Komm her. Und. Ist euer Ernst gerade? Oh, nicht so ein Fettsack schon wieder, Alter. Aber ich habe ihn doch so lange gefunden. Geh schlafen, Junge. Na gut, dann komm mal her. Wenn du herkommen willst, dann komm mal her. Das waren alle. Ich muss Lee finden. Ciao. Warum wollt ihr nicht einfach nicht aufgeben? Ich versteh's nicht. Okay. Treten wir einmal durch die Tür hier. Nee. Du machst was mit, Alter. So,
So ein Penner. Oh. Ich muss da unbedingt dazwischen gehen. Was hat Lee mit den Leuten getan? Das frage ich mich auch gerade. Ah, ich weiß, was er gemacht hat. Leg dich hin, Alter. Komm. Leg dich schlafen, Alter. Du auch. Entschuldigung. Tut mir echt leid, wirklich, aber es geht nicht anders. Sorry. Jetzt den auch noch. Ey, kommt. So ein Penner. Ey, ernsthaft? Nicht der schon wieder. Genau. Komm, leg dich mal hin. Alter. Oh, falls es hilft, das tut mir echt leid. Jetzt leg doch mal schlafen, Alter. Sie mir? Ist zu ihrem Besten. Jetzt komm her, Mann, gib auf, Alter. Seid ihr nicht hier zur Vernunft gekommen? Juri, du musst mir helfen. Bei der ESU wurden Schüsse gemeldet. Ja, das war ich. Erkläre ich später. Jetzt musst du einen Dr. Morgan Michaels finden. Martin Lee ist hinter ihm her. Verstanden. Na also. Spider-Man, wer ist dieser Dr. Michaels? Ist wohl der Chefforscher dieses Projekts Teufelsatem. Habt ihr ihn gefunden? Ja und nein. Laut Sable steht er unter ihrem Schutz an einem sicheren Ort irgendwo in der Stadt. Aber sie sagen mir nicht wo. Ich dachte, ihr arbeitet zusammen. Dachte ich auch. Okay, ich denke, ich kann ihn finden. Ich melde mich, wenn es klappt. Genau. Okay, mal gucken. Aha, wen haben wir da? Schalte auch frei. Armoranzug MK. Herausforderungsmangel brauchen wir dafür, okay. Muss ich mir mal ein paar Herausforderungsmangel besorgen dabei. So. Hier ich mir ganz gut auf die Fähigkeiten hängen. Okay. Okay. Dann noch hier. Und andere kann man leider nicht. Okay. Aber es sind ein paar von den Dingern hier wenigstens frei gemacht. Okay, auch mal ein paar. Nicht schlecht, Geräte. Okay, waren wir hier. Herausforderung brauchen wir zwei. Verbrecher brauchen wir hier. Was? Mal habe ich sechs, okay. Herausforderung ist noch vier. Na gut. Mm-mm.
Mal gucken. Oh, geil. So, ich dachte, ich heb mich mal auf, aber nee, dann passt schon. Hey, hast du Dr. Delaney auf der Party gefunden? Ja. Aber Lee auch. Oh nein, was ist passiert? Lee hat ihn verdorben und in den Selbstmord getrieben. Das ist schrecklich. Wir müssen den Typen aufhalten. Werden wir. Bevor Delaney starb, gab er Lee einen Namen. Morgan Michaels. Morgan Michaels. Wer ist das? Keine Ahnung. Aber ich wette, er arbeitet am Teufelsatem-Projekt. Hast du etwas aus der Teufelsatem-Akte rausgefunden? Mhm. Ja, halt dich fest. Vor ein paar Jahren wollte Osborn mit Fisk ein Labor aufbauen, ohne die Behörden zu informieren. Ein Geheimlabor? Für den Teufelsatem? Wenn es wirklich so gefährlich ist, kann ich das verstehen. Wo ist das Labor? Das steht nicht drin. Fisk hat in Osborns Auftrag alle ein... So, dann beende ich jetzt hier den Puffer, den gleich...